Mehr Lebensqualität, Villagasa, euer vermachter Wohneigentum, mein Name Markus Gerber. Herzlich willkommen zu unserem Immo-News zum Thema Photovoltaikanlage. Ich darf heute bei uns im Studio begrüßen den Marc Alabach, Inhaber von der Alabach Holzbau und Solartechnik AG in Verrütigen. Herzlich willkommen, Marc. Merci, dass ich da sein darf. Wir wollen gleich loslassen mit der ersten Frage, die brennt, heiss ist und mit den Fingern ein bisschen brennt. Warum sollte ich eine Photovoltaikanlage installieren? Die Energiewende ist Fakt. In der Annahme der Energiestrategie 2050 hat das Schweizer Volk beschlossen, sich auf einen langen Weg zu begeben und die erneuerbare Energie einzuführen. Und es gibt in diesem Zusammenhang drei Gründe, warum eine PV-Anlage sinnvoll ist. Weil auf der einen Seite mal ist, grüne Schick, schon seit länger und immer wie mehr. Und eine PV-Anlage drückt das Lebensgefühl aus, nach aussen. Nachher, eine PV-Anlage ist ganz klar eine lohnende Investition. Da kommen wir dann noch drauf, warum das so ist, mit einer hohen Rendite. Und der dritte Punkt, ganz klar, eine nachhaltige Zukunft, eine umweltfreundliche Zukunft, wenn das am Herzen liegt, dann ist man mit einer PV-Anlage ganz klar am richtigen Ort. Bis vor ein paar Jahren war der Betrieb der PV-Anlage nur der Reichen oder der Spinnen vorenthalten. Warum ist so eine PV-Anlage lohnend? Das ist das richtige Stichwort, lohnend. Heutzutage ist es eben lohnend. Eine PV-Anlage ist quasi der Eigenverbrauch, der Strom, den man selber braucht. Das ist das Geheimnis von der Rentabilität oder das Geheimnis von der rentablen Photovoltaik-Anlage. Mit der richtigen Steuerung kann man auch den Strom selber verbrauchen. Und so kann man auch die Anlage rentabel betreiben. Stell dir vor, eines Tages ist die BKW-Rechnung oder die Rechnung vom EW-Betreiber auf 50% oder 60% tiefer als vorher. Mit dem Geld, das man einspart, kann man nachher eine Photovoltaik-Anlage rentabel betreiben und das Geld dort einstecken. Und dazu kommt, dass so eine Photovoltaik-Anlage im Minimum 30 Jahre auf dem Dach bleibt und die Kosten um eine Kilowattstunde Strom aus einer solchen Photovoltaikanlage, die ist über die 30 Jahre gerechnet, kaum oder geschlochen zwischen 8 und 12 Rappen. Das heisst, das Wichtigste oder das Zweitwichtigste bei einer Photovoltaikanlage ist auch die Sicherheit der Stromkosten über die nächsten 30 Jahre. Ja, so ein Einfamilienhaus, 5,5, 6,5 Zimmer, was kostet so eine PV-Anlage, so ein Einfamilienhaus? Eine PV-Anlage auf einem Einfamilienhaus kostet zwischen 10.000 und 30.000 Franken. Allerdings nach oben offen. Das durchschnittliche Einfamilienhaus hat aber etwa eine Fläche von 35 bis 70 Quadratmeter auf ihrem Dachschild, wo man eine PV-Anlage drauf tun kann. Und in diesem Rahmen bewegen sich nachher auch die Preise. Man kann natürlich nachher noch Geld ausgeben für eine Steuerung, für eine Batterie. Aber für das nachher ein bisschen genau anzuschauen, braucht es eine fundierte Analyse vom Haus. Wenn ich so Kosten höre, 10, 15, 30.000 Franken, und wenn ich so ein Einfamilienhaus, einen Baubeschrieb auf dem Tisch habe, dann sehe ich dort, der Schwedofen kostet rund etwa 10.000 Franken mit dem Chemie, dann würde sich ja eigentlich eine PV-Anlage mehr lohnen als ein Schwedofen. Das ist absolut korrekt. Ich stelle alle die Frage, was verdient mehr Hände vom Jahr? Der Schwedofen oder die PV-Anlage? Der Fall ist klar, die PV-Anlage die verdient Geld. Oder du zumindest Geld einsparen, weil eben die Rechnung vom Elektrizitätswerk dürfen wird oder Schwedofen, der sorgt zwar für Wärme, aber nicht unbedingt für einen höheren Kontostand. Was noch viel gehört ist, die Warteliste vom KEF, die unendlich lang ist, aber es bekommt nicht mehr Geld. Warum ist das so? Da muss man ein zurück in die Zeit. Im 2008 hat das Parlament die ganze kostendeckende Einspeisevergütung und die Verordnung dazu beschrieben. Und dann zumal hat man noch gar nicht wissen, wie das da stattgeht. Da hat man mal eine gewisse Progression damit verbunden und gesehen, ja, jedes Jahr steigt die Anzahl Photovoltaik um XY, um einen Faktor, wo man eben dann noch nicht gewusst und jetzt ist das viel mehr Post abgegangen. Und die Fördertöpfe, die sind überrannt worden von der Photovoltaikanlage, und relativ kleines Mal ist kein Geld gehalten. Die Schweizer Politik die geht nicht so schnell vorwärts und jetzt erst auf nächstes Jahr kann man die Verordnung frisch anpassen und wir gehen davon aus, dass im 2018 nachher die ganze Fördergeschichte anders aufgelöst wurde, sodass eigentlich alle in Genuss von einer Förderung kommen und nicht wie heute nur die Anlage unter 30 kW.
PV-Anlagen sind ja immer günstiger geworden. Ist es denn nicht besser, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen warte? Weil ich gehe mal davon aus, dass das immer noch günstiger wird. Ja und nein. Der grosse Preisrutsch ist in den letzten Jahren passiert. Heutzutage ist es nicht mehr so, dass eine Photovoltaikanlage massiv günstiger werden kann, weil wir gewisse Fixkosten, die bleiben immer. Absturzsicherung, Elektriker, Montage von dem Modul, Montage von der Unterkonstruktion, die sind immer etwa gleich gross, egal wie viel das Modul kostet. Und Modulpreise sind in den letzten Jahren so massiv hochgekommen, dass man heutzutage fast den Talboden erreicht hat und man eigentlich nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Anlagen noch viel günstiger werden. Okay. Ja, das Haus, das Dach und die Ausrichtung ist nicht das Optimal. Also von Besonnung her nicht, vielleicht wenn ihr gegen Nord orientiert. Und bei uns ist ja nicht alles flach, wir haben Berge, die uns wieder einen Schatten abgeben. Lohnt sich denn dort überhaupt eine PV-Anlage? Eine PV-Anlage lohnt sich eigentlich den meisten Orten. Wir haben zwar eher ein bisschen weniger lange Tage wegen der Berge, dafür haben wir viel weniger Nebel. Und es gibt so eine Sonneneinstrahlungskarte von Schweiz und dort sieht es ganz klar, dass Berner Oberland, dass Bergregionen über das Jahr aus gesehen mehr Sonnenstunden haben als das Mittelland. Allerdings muss man jedes Objekt einzeln bewerten. Es gibt natürlich ganz wenige Standorte, wo es von den Bergen her halt sehr, sehr wenig Sonne hat. Das muss man ein bisschen anschauen und individuell anschauen. Aber eine nicht ganz optimale Ausrichtung ist noch lange kein Grund, dass eine Photovoltaikanlage nicht lohnend kann sein. Ja, eine PV-Anlage, durch die ganze Sonnenenergie speichern in einer Batterie. Und dann könnt ihr noch sagen, gut, wir tun irgendwie vom Netzbetrieb abhängen. Schön wär's, könnten wir relativ viel Geld sparen. Ist aber nicht realistisch momentan. Wir können etwa während 9 bis 10 Monate im Jahr praktisch unabhängig sein, wenn man eine Batterie installiert und wenn man die Verbraucher im Haus steuern. Aber so für den Dezember und den Januar, wo wir sehr kurze Tage haben, vielfach noch Schnee auf der Anlage, geht es leider nicht. Und für eine ganze 2 Monate zu überbrücken, sind die Investitionen in eine Batterie heutzutage so immens gross, dass es hinter und vorne sich nicht lohnt. Die Zukunft zeigt sich, vielleicht gibt es mal irgendwann den Power-to-Gas, das heisst den Wasserstoffspeicher, der das nachher rentabel machen. Momentan ist das noch nicht möglich. Ich habe Interesse, so eine PV-Anlage suchen zu tun, aber die flüssigen Mittel im Moment nicht und die Bank gibt mir die Hypothek nicht, also tut mir die Hypothek nicht aufstocken. Gibt es da andere Möglichkeiten? Ja, das gibt es. Eine PV-Anlage als fest installiertes Bauteil auf einem Haus kann mit der Säule 3a oder auch mit der Säule 2 mit der Pensionskasse finanziert werden. Voraussetzung ist natürlich, dass das Haus und das Grundstück demjenigen gehört, der die Anlage montiert. Aber man kann ganz klar Säule 3a oder eben Säule 2 dazu nehmen, für die Photovoltaik-Anlage zu montieren. Mit der Renditeberechnung, heutzutage also zwischen 2 und 6% Rendite, ist es erst recht noch interessanter, das Geld auf dem Haus zu haben, entweder in einer Pensionskasse oder eben im Haus zu haben, auf der dritten Säule. Kommt noch dazu, dass man das Geld nachher vergünstiger kann beziehen, weil es ja für die Nutzung ist vom Eigenheim. Das heisst, dass man auf der einen Seite steuergünstiger Bezug vom Geld und auf der anderen Seite kann man es nachher zusätzlich noch im Einkommen abziehen, wenn man die Anlage montiert, also man gewinnt fast dreifach, wenn man das Geld in eine Photovoltaik-Anlage investiert. Super. Ja, das Haus ist 20-jährig, also noch nicht so alt. Und das Dach ist eigentlich noch in einem Top-Zustand. Muss ich jetzt einfach warten, noch 20, 30 Jahre, dass sich so lohnt, dass eine Photovoltaik-Anlage hochzutun? Oder was gibt es denn für Möglichkeiten oder Varianten? Generell kann man das nicht so sagen. Hier ist es fast zwingend, dass man jedes Haus schnell individuell beurteilen und schauen, wie lange es das Dach noch hat. Wenn aber das Dach selber schon 20-jährig ist, dann ist die Chance sehr gross, dass das Dach noch mal 30 Jahre hat und man die Photovoltaik-Anlage drauf tun kann. Weil so ein bisschen der Kern der ganzen Geschichte ist, wenn eine Photovoltaik-Anlage 30 Jahre soll Strom produzieren soll, dann soll im Umkehrschluss das Dach, das darunter ist, schon 30 Jahre haben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man nachher bei der Begehung sieht, dass das Dach nicht mehr 30 Jahre hat, dann macht es nachher Sinn, in diesem Zusammenhang eine Dachsanierung zu machen. Aber das kann man so generell nicht sagen, das braucht kurzen Augenschein vor Ort. Super. Marc, herzlichen Dank, dass du zu uns ins Studio bist gekommen, so ein Einblick in die Geschichte der Photovoltaik-Anlage hast.
ich gegeben. Und ich hoffe, euch hat das auch so weit können. Wenn ihr weitere Informationen braucht, dann geht ihr ganz einfach auf der Internetseite, die eingeblendet ist, oder Telefonnummer, könnt ihr mal anrufen und dann euch die Antwort stehen. Immo News, Villa Casa, für mehr Lebensqualität, mein Name Markus Gerber.